Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 für den PC. Im letzten Part sind wir weiter durchs Minental gelaufen. Ich muss mich jetzt gerade mal ein bisschen... Ach du Scheiße. ...zurechtfinden. Gut, da geht's nicht weiter. Heißt, ich könnte jetzt noch da lang. Oder über irgendeinen Schleichweg zu Xardas Turm vielleicht. Oh, da sind aber auch die Warane. Ich habe aber noch was anderes gelesen. Nachdem ich nun etwas verzweifelt hier die ganze Zeit herumlaufe, sagen wir mal relativ ohne Plan und quasi nichts tue, außer jetzt gleich zu sterben, weil mich die Feuerwarane angreifen, heilige Scheiße. Tschüss. Nichts tue, als herumzuirren in der Hoffnung, irgendwann mal einen Weg zu finden, der mich weiterbringt, dachte ich mir, hey, komm, Julian, dann machst du mal einen Guide auf und guckst du mal so nach dem ersten Stichwort, was du im Minental-Kapitel findest. Und da ist mir aufgefallen, dass quasi direkt zu Beginn jedes Walkthroughs nie irgendwie was davon stand, dass man sich im Minental gerade umschauen soll oder so. Das war... Oh nee, hier geht's auch nicht weiter. Würde ich nicht überleben, ne? Doch. Sondern, dass es irgendwo... Und ich sehe es gerade. Tatsache, das ist irgendwo. Das müsste ziemlich genau... Ja, quasi genau da, wo mein Kopf jetzt gerade ist, ja? Jetzt also ein bisschen über meinem Kopf. Da neben... links neben meinem Kopf ungefähr. Da ist so eine Ramme. Und wenn man die ganz schnell hochrennt... Da kann man in das Lager springen. Ohne dass die Orks einen verfolgen. Und diese Information fand ich sehr interessant. Weil ich muss ja... Verdammt... Lol, was ist das denn? Feuergolem. Weil ich muss ja verdammt nochmal in das Lager, in die Festung. Und absolut nicht hier draußen irgendwas machen. Ich bin ja hier draußen gerade die ganze Zeit nur, weil ich hoffe, dass ich irgendwie einen Weg finde, in das fucking Lager zu kommen. Sind hier Fälle? Ach du Scheiße. Oh Gott, was ist denn hier los? Lol. Da wurde ich gerade ganz schön weggekickt. Guck mal hier, ich erinnere mich hieran. Hier waren wir da jetzt auch. Ich speichere jetzt mal eben nicht. Ich will, mich interessiert jetzt gerade einfach übelst, was hier ist. Lurker. Hier konnte man ja im ersten Teil reintauchen. Und dann waren da diese Zombies. Und da lang kam man dann im Idealfall zu Xardas. Wenn ich hier schon mal bin, nur das Problem ist, wie komme ich hier wieder weg? Ich werde mal noch nicht speichern. Oder zumindest nicht quick. Oder, naja, Moment, doch, mein... Quick saven kann ich glaube schon, oder? Weil... Der 28, nachdem habe ich ja nicht sonderlich viel gemacht, außer drei Kräuter aufgehoben. Gucken wir mal. Ich denke mal, ich werde doch einfach quicksaven und dann im Notfall die 28 überspeichern. Okay, rechts funktioniert schon mal nicht. Ich muss mal wieder einen Zettel machen. Ich habe aber keine mehr. Dann nehme ich einfach mal dieses Uni-Blättchen. So, also es beginnt mit links. Links, links. Links, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links. Okay. Ich glaube, dann habe ich's. Links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Toll. Geweihtes Wasser, Gold, Mana, Schwefelfisch. Okay. Es sieht nicht so aus, als könnte man in diesem Teil hier auch hineintauchen. Aber die zweite Truhe nehme ich mir trotzdem noch mit. Oh, die ist sogar gar nicht verschlossen. Gold und trinken. Gut, ich werde mich mal heilen. Weil auch wenn ich jetzt quasi mir zum Ziel nehme, zu dieser Rampe da zu gehen und so jetzt endlich in die Festung zu kommen, endlich mal,
werde ich trotzdem erstmal mich noch, soweit es geht, hier umschauen und dann versuchen, da hinzukommen. Ich behalte mir allerdings den 28er Safe da noch offen, damit nur für den Fall, dass ich wirklich gar nicht mehr zurückkomme oder nur noch sehr schlecht zurückkomme, ich dann einfach laden kann und die paar Gegenstände hier liegen lassen. Du einer Lurker, kommst mal bitte ran, den anderen will ich mal noch nicht. Na, wirst du. Danke. Den dann jetzt bitte. Nur beide gleichzeitig finde ich immer etwas doof. Vielen Dank. Was liegt hier noch neben dir rum? Ein Fisch. Ein einfacher, einzelner Fisch. Da hinten. Wo geht's denn dahin? Moment, erstmal Fisch. Fisch. Huch. Fisch, Fisch. Frisch, Fisch. Was ist denn das da hinten? Gab es das in Teil 1? Ist das diese Burg? Hä, die war doch woanders. Ich bin mir sicher, dass die woanders war. Soll ich da mal hinschwimmen? Da sterbe ich doch. Moment. Ich frage mich gerade echt, was das da sein soll. Ich kann das nicht zuordnen. Hier war die Spielwelt doch vorbei, oder nicht? Oder war echt... Moment, da ist aber so eine Brücke. Hä, das war doch aber nicht hier. War das wirklich hier? Und ich bringe das gerade einfach durcheinander. Ist das diese Brücke, wo wir mit Gorn... Nee, mit Lester damals... Oh Gott. Hochgegangen sind. Ah, was passiert? Ich kann nicht auftauchen. Okay. Dann schwimme ich einfach mal weiter. Ich würde mich freuen, wenn ich nicht ertrinken würde. Also gerade meine Zweifel. Dass ich das überleben kann, Leute. Kann man hier wirklich gar nicht auftauchen? Ja, das ist ätzend. Okay. Aber das scheint echt die Burg zu sein. Aber die ist doch nicht hier gewesen. Ist die wirklich hier gewesen? Na gut. Das ist dann das, da komme ich dann bei den Ex-Menschen da, wo ich immer nicht weitergekommen bin, hin weiter. Okay. Gut zu wissen, aber hier kann ich auch wirklich gar nicht irgendwie noch unten reintauchen oder so, nein. Also diese Höhle ist quasi einfach verschüttet jetzt. Schade. Da gab es guten Loot damals. Nicht laufen bitte. So, jetzt ist die Frage, riskieren wir es nochmal in Richtung Xardas zu gehen? Bringt es irgendwas oder versuche ich jetzt einfach wirklich auf direkten Wege... In dieser... Oh Gott. Scheiße, da oben sind Warane. Auf direktem Wege auf diese Ramme zu kommen. Wow, wieso hat er jetzt so wenig Schaden genommen? Oh Gott, das war klar. Ach nee, das ist nur ein Lurker. Ich dachte, das wäre ein Varan. Man soll ja keine Tränke verschwenden, habe ich gehört. Aber ich tue es trotzdem. Oh ne. Na komm her, komm mal. Machen wir es schnell. Komm heran. Kommen Sie ran. Was ist denn da oben bei der. Achso, hä? Doch, das sieht doch aber anders aus, oder? Da oben, wo diese Ork-Festung war. Warum drehst du dich so im Kreis, Junge? Vielen Dank. Ja, das da oben, das sieht ganz anders aus und es leuchtet rot. Dieser ganze Felsen leuchtet rot. Was äußerst mysteriöses. Aber wie komme ich jetzt wieder nach Hause quasi? Zumindest dahin, wo ich vorher war, ohne zu sterben. Ich muss mich wahrscheinlich an ein paar Varan vorbeischleichen.
glaube nämlich ehrlich gesagt nicht, dass ich bis zu Xardas Turm jetzt durchkomme. Na, dann ist schon wieder so ein Golem, natürlich. Was auch sonst. Als hätte ich den Teil 1 nicht getötet, ey. Oh nein. Was ist denn hier? Ja, es ist die Wand, die damals mich quasi zum neuen Lager geführt hat. Nee, das ist irgendwas anderes. Jetzt werde ich gerade auch nicht mal mehr quicksaven, weil ich weiß nicht, ob es so schlau war, hier runter zu gehen oder ob ich jemals wieder hochkomme. Was ist das für eine Höhle? Ah, die 29 ist da. Gut, dann werde ich die mal nicht mal speichern. Boah, ich verlaufe. Ich wette, ich komme hier nie wieder weg. Und da bin ich jetzt wirklich einfach verrannt, quasi. Knochen eines Skeletts. Okay, was soll das für ein Lederbeutel? Ich schau lieber gleich mal nach. Ein paar Münzen. Und warum? Was ist das da drin? Minecrawler. Aber die kriege ich ja noch nicht tot, ne? Warum will der mir nichts? Das macht mir irgendwie Angst. Da sind noch ein paar hier. Hey, die kriege ich tot. Ich muss gestehen, ja, es unsichert mich tatsächlich gerade, dass wir die, ja, dass ich hier weiterkomme, weil, ja, wie ich schon mal gesagt habe, es gibt immer so diese paar Stellen, wo man einfach dann auch stark genug ist. Und das bedeutet ja theoretisch, ich könnte hier jetzt weiter rein und kann man in den Optionen irgendwo das Gamma hochstellen. Das muss ich jetzt mal gucken. Gamma. Video. Gamma. Kleines bisschen sollte man jetzt mehr sehen oder vielleicht auch nicht. Oh ne, das sind drei. Ich sehe nur zwei. Ich weiß nicht, ob ich drei schaffe. Also ich meine, die ersten waren jetzt nicht so die Katastrophe. Wenn ich mich aufheile, warum sollte ich die denn eigentlich nicht schaffen? Aber erstmal gucken. Ich klopfe jetzt 20 mal drauf. 4, 5, 6. 7, 9, 10. Okay, vielleicht lassen wir es auch bei 12. Das scheint irgendwie immer noch nichts zu bringen. Ich habe immer noch nicht raus, wie das funktionieren soll. Aber gut, schauen wir uns weiter in der Höhle um. Hier in der Ecke scheint es ja auch nicht so viel zu geben, außer einer neuen verschlossenen Truhe. Rechts, rechts war richtig gut. Schreibe ich mir trotzdem mal noch auf hier auf meine Liste der geknackten Schlösser. Kann ich irgendwann so ein Walkthrough hochladen, welches Schloss welchen Code hat? Edles Langschwert, huh. Das hätte ich beinahe übersehen. Was sagen denn da die Stats? Ich glaube, das ist schwächer als mein edles Bastardo-Schwert, oder? Edles Langschwert. Nee, das ist tatsächlich ein kleines bisschen stärker. Durch diesen einen Bonus. Ist es zweihändig? Nee, auch einhändig. Sehr cool. Aber kann ich leider nicht tragen, weil ich habe erst 50 Stärke. Also das übliche Problem. Habe ich 50? Genau, ich habe genau 50. Gut, hier war noch ein Pilz, habe ich gesehen. Ja. Oh, ein paar Pilze. Sehr gern. Die nehme ich alle mit, weil Heilgegenstände kann ich gebrauchen. Da ist noch was. Na. Hä?
Hier ist noch einer und noch einer. Ist bestimmt gerade mega dunkel für die Aufnahme, aber müssen wir jetzt einfach mal mit leben, würde ich mal behaupten. Jetzt ist die Frage, heile ich mich jetzt mal schnell und wir versuchen die Minecrawler-Gruppe da hinten. Ich glaube, das könnte ich durchaus tun. Oh, geil. Okay, probieren wir es einfach mal. Vorher noch ein paar Pilze snacken. Ich halte mich jetzt einfach mal mit dem Buddler Fleisches, die ich gerade gefunden habe. Einer noch und jetzt ein paar normale. Und noch ein Fisch. Und noch ein Fisch. So, einmal gesund ernährt, gespeichert und weiter geht's. Ich hoffe, wie gesagt, ich komme jemals wieder davor. Aber wir wissen ja, wo wir als nächstes hinwollen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich nicht gegen alle kämpfen muss, wäre natürlich auch super, aber das hat sich... Wow, ich kann nicht angreifen. Ich konnte nicht angreifen. Er hat nicht angegriffen. Warum hat er nicht angegriffen? Ich habe die Tasten gedrückt, aber es ist einfach nichts passiert. Das war äußerst uncool. Ich hasse dieses auf einen Gegner fixieren. Die wären so einfach, wenn ich einfach mal alle mit einem Schlag treffen würde oder auch mal leichter zwischen denen hin und her switchen könnte. Aber das kann ich halt leider nicht. Ne, kannst du mir bitte den hier vorne anvisieren? Den vordersten Alter. Ja, genau den. Den anderen, Alter. Ihr seht den Gegner an, der 20 Meter weg steht oder was, aber nicht den, der direkt vor deiner Nase steht. Och, das war mega knapp. Oh. So, den hatte ich schon, genau. Moment, ich mach's mir und euch einfach mal ganz kurz ein bisschen leichter. Was ist hier passiert? Da sind noch mehr, oder? Ja, dann muss ich mich nochmal heilen. So, womit heilen wir uns denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr so übertrieben viele Heilgegenstände. Zumindest fühlt sich das so an, als hätte ich nur noch sehr wenig. Ich esse einfach mal zwei davon. Und ein paar hiervon. Mit diesem Rumgeglitzer, sage ich mal, müsst ihr euch jetzt mal eben abfinden. Nehmt das übrigens am Tag von Assassin's Creed Origins an. Ich hatte gerade ja einen kleinen Cut, eine kurze Unterbrechung. Da kam es an mit der Post. Endlich. So. Oh, das sind schon wieder drei. Oh, nee. Drei ist echt ein bisschen stressig, muss ich sagen. Nee, wir sehen mal den... Genau, den an. Hallo? Alter, hol doch mal deine Waffe aus, ey. Die anderen wieder einfach reinstürmen oder versuche ich die mal beide einfach rauszuholen? Genau so. Oh Gott, da sind noch zwei. Sehr gut, dass ich nicht reingerannt bin. Ja, jetzt habe ich vielleicht ein Problem. Das sollte ich vielleicht erstmal nicht riskieren. Laufen die mir doch alle hinterher. Nein. Ja, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das eventuell in meinen Träumen erhofft habe. Besonders, weil es drei waren und nicht vier. Sondern drei. Und nicht vier. Fuck you.
meine Highlight-Items gehen echt aus, ey. Scheiße. Wird Zeit, dass ich mir irgendwo unbegrenzt Heiltränke kaufen kann. Jetzt stehen die alle hier. Hallo. Das ist nicht dein Ernst, dass du den nicht triffst, oder? Die Soundkulisse ist gerade irgendwie merkwürdig leise. Habt ihr das gehört? Oder kam mir das nur so vor? Nein, das kam mir nicht nur so vor. Okay, komm her, Herr letzter Minecrawler. Es ist Zeit für dich zu gehen. Du bist ja auch schon fast tot, ne? Nee, du hast dich wieder geheilt. Okay, never mind. Du hast halt never mind. Ne? Ist da denn jetzt noch einer oder ist denn jetzt auch mal gut? Also in dem Raum ist erstmal gut. Silvestro. Silvestros Notiz. Das lese ich mir gleich mal interessiert durch. Während ich das Gefühl habe, ich sollte dort nicht hinuntergehen. Aber gut, lesen wir erstmal Silvestros Notiz. Silvestros Notiz. Von Silvestro, Paladin des Königs. Ein weiterer Tagschürferei liegt vor uns. Heute wollen wir die Wand durchbrechen und uns tiefer in den Fels hineingraben. Ich habe ein ungutes Gefühl, deshalb werde ich das Erz in ein Versteck bringen lassen. Diego ist der einzige von uns, der sich hier auskennt. Ich muss ihm vertrauen. Diego? Huh? Er wird die Kisten in Sicherheit bringen, aber ich werde ihn nicht alleine losschicken. Das Erz muss unter allen Umständen geschützt werden, deshalb lasse ich Diego von zwei Rittern begleiten. Lang lebe der König Silvestro. Diego? Oh ne, das ist ein Krieger, oder? Kein normaler. Scheiße. Ne, ist doch ein normaler. Ich hatte echt kurz Angst, weil ich glaube, ein Krieger... Ich weiß nicht, ob ich einen Krieger gekriegt hätte. Ich finde diese Version von dem Lied aus Teil 1 sehr toll. Da hinten ist aber ein Krieger. Das ist definitiv kein normaler. Okay, das bedeutet heilen. Und diesmal gönne ich mir auch mal wieder Heiltränke dafür. Pilz. Und einen noch. Super. Okay, wie machen wir das jetzt? Wie soll ich den Tod kriegen? Ach du heilige Scheiße. Na komm her. Komm her, wir probieren es einfach auf gut Glück. Das war nicht so schwer, wie ich befürchtet habe, aber es ist alles gut. So, ich kriege auch wieder hier die ganze Zeit die Crawler-Platten. Vielleicht kann ich mir auch wieder eine Crawler-Rüstung dann machen. Aber weiß ich nicht. Schatulle. Schwarze Perle. Spruchrolle. Knochen eines Skeletts. Okay. Die Spruchrolle hat gelb geglitzert. Minecrawler-Zangen. Hm. Was war das denn für eine gelb glitzernde, frage ich mich. War das der große Feuerball? Ui. What the fuck? Keine Ahnung, das kann alles tatsächlich sein hier. Aber das klang erstmal sehr stark. Hm. Verwandlung Varg. Verwandlung Scavenger. Verwandlung Feldräuber. Verwandlung Varan. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel schon irgendwo wieder aufgehoben habe. Und hier ist diese Schatulle. Wert 750. Wo ist die goldene Perle hier? Ne, schwarze Perle. 1000 wert. Hey, what the fuck? Eine Minecrawler-Panzerplatte oder sowas lag da noch. Ansonsten sehe ich jetzt hier aber wirklich nichts mehr rumlaufen. Ich guck schon. Rumliegen, nicht rumlaufen, lol. Der Silvestro, das tut mir natürlich sehr leid für dich. Aber gut zu wissen, dass hier tatsächlich alle tot sind und Diego wahrscheinlich auch tot wäre oder sie alle gerettet hätte. Wenn er ihn nicht mit dem Erz weggeschafft hätte. Also wichtig ist, er hat Diego und zwei Ritter mit dem Erz weggebracht. Kann ich dieses Feuer eigentlich anmachen? Nein. Und hinten liegt doch sicher noch irgendwas. Natürlich ein Lederbeutel. Hätte ich doch fast übersehen. Gleich mal wieder ein bisschen Geld machen. Wenn wir schon mal dabei sind. Arigato.
Aha. So. Jetzt ist das Problem, wir müssen jetzt noch irgendwie wieder zurückkommen. Das Ding ist, ich habe noch diesen Zauber mit Teleportation zum Pass. Vielleicht funktioniert der tatsächlich von hier aus. Und hier sind normale Wölfe. Es scheint gerade irgendwie echt fast so, als hätte man hier wirklich... Als hätte man hier wirklich gesagt bekommen, ja doch, doch. Wenn du es riskierst, wirst du hier deinen Frieden finden. Oh Gott. Nee, nicht alle gleichzeitig. Das finde ich jetzt doof. Guck mal, du hier einzeln, ja? Das ist okay. Die drei da hinten zusammen, die kriege ich vielleicht noch. Alle vier ist nicht... Oh, nee. Okay, okay, schaffe ich. Alles cool. Alles cool. Das ging tatsächlich voll klar. Ich dachte, die sind noch schwerer. Aber natürlich nicht für mich. So, da oben ist Xardas Turm. Ich könnte jetzt in Xardas Turm hinein... Das verunsichert mich wirklich sehr stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, zum einen, weil ich sowieso verwirrt bin, da unten ist eine Baldasar-Statue. Dass der hier überhaupt noch steht, weil ich dachte, wir hätten uns mitsamt des Turms teleportiert. Das sieht nicht so aus. Das ist doch eine Baldasar-Statue, oder ne? Weil mit denen will ich ja nichts zu tun haben. Nur mit Innos. Aber ich will trotzdem mal... Leichte Ork-Axt. Trotzdem mal schnell checken. Hm, noch was? Noch ein Skelett, achso, ja, so. Nur mal kurz checken. Ja, doch, das sieht sehr nach Balthasar aus. Beliar, genau, sorry. Sorry, Beliar. Nein, mit denen möchte ich nichts zu tun haben, auch wenn ich da sehr viel Geld für bekommen würde, wenn ich ein bisschen Lebensenergie abgeben würde. Aber die Lebensenergie ist einfach viel zu wertvoll in diesem Spiel. Und ich speichere lieber wirklich alle 3 Meter, denn ich habe in diesem Spiel gelernt. Das ist ganz gut. Genau wie diese Pflanze. Der gute alte Feldknöterich. Moment, man soll quicksaven, während man nichts macht und nicht während man sich dreht, weil die Quicksave-Funktion ja immer noch verbuggt ist wie Code. Okay, hallo. Is there anybody here who can tell me who I am or at least where I have been, because I think I'm lost and I cannot be found again. So, mal kurz ein bisschen Lied zitieren. Oh nee, nee. Das habe ich jetzt nicht erwartet und das passt mir jetzt auch nicht. Nichts zu holen. Oh, what the fuck. Machen wir erstmal die Truhe. Linken, rechts, rechts, links, links. Hä? Verdammt. Rechts, links, links. Rechts, links, links. Fuck. Rechts, links, links, rechts. Das war's schon. Dann werde ich mal eben reloaden. Welche Truhe habe ich jetzt hier? Was haben wir hier drin? Gar nichts, okay, schade. Rechts, links, links, rechts. Vielen Dank für einen Fischschwefel und eine Mana-Essenz. Die Mana-Essenzen brauche ich zwar aktuell noch nicht so dringend, aber... Hä? Oh, das kommt scheinbar von oben, von über mir und ich höre da was. Der Dämon scheint wieder hier zu sein oder noch oder keine Ahnung. Da kann ich wohl ein Goblin-Skelett erschaffen. Danke für Lederbeutel. Oder anders gesagt, für ein bisschen Geld. Denke ich zumindest. 100 Münzen. Sehr gern. Dann beglitzert noch ein Mana-Trank. Sogar ein großer Mana-Trank. Sehr gern. Goldene Halskette, Knochen eines Goblins. Aber ich verstehe gerade immer noch nicht ganz, warum zum Teufel dieser Turm hier existiert. Denn ich bin der Meinung, dass er das eigentlich nicht sollte. Und hier war im ersten Teil keine Treppe. Aber es ist schön, dass sie eine eingebaut haben. Hm, da hinten war echt ein Dämon. Komm her, Arschloch. Geh nicht immer hinter mich, komm. Ich weiß, dass ich dich tot kriege, wenn du nur nicht hinter mich gehen würdest, danke. Was? Was ist denn für ein Geräusch? Da greift mich an, hm? Ich glaube, der greift mich an.
Mich würde nur mal interessieren, was ist denn da hinten? Pass auf, ich lade ja eh gleich, aber ich snack mir jetzt einmal ganz kurz zwei fette Heiltränke. Gibt es da irgendwie einen Geschwindigkeits... Ja. So, den snack ich mir auch mal schnell. Und dann renne ich einfach mal da hinten rein, weil mich interessiert, was hier ist. Da liegen Dinge. Danke, dass ich nicht vorbeikomme. Hier ist ein Tor. Nee, aber die Dinge kann ich nicht aufheben. Das heißt, hier ist nichts. Ah doch, hier ist eine Truhe. Was ist da drin? Das werde ich nie erfahren. Okay, lassen wir es bleiben. Ich schaue dann lieber nochmal oben. Ob es im obersten Stockwerk, beziehungsweise auf dem Dach oder was auch immer noch irgendwas gibt. Genau, stimmt, hier ist die Bibliothek von ihm und da liegt tatsächlich eine Menge Stuff. Ob ich von hier aus wieder ins Wasser springen könnte? Keine Ahnung. Oh nee, da sind Skelette. Ich dachte, ich kann wenigstens in seiner Bibliothek mal ganz normal. Hey, Blutfliege. Okay, wie macht man das jetzt? Nee. Bisschen Wanzenfleisch. Und Pilz. Von denen ich echt nicht mehr viel hab, krass. Oh Gott, der hat zwei Hände, oder? Oh, scheiße. Lol, was? Ein Hit und halb tot? Oh, nee. Okay, wir machen das anders. Ich beschwöre mir ein Skelett und lasse es da reinlaufen, oder? Das klingt für mich jetzt zumindest gerade irgendwie logisch. Wollte ich nicht vorhin noch ein normales Skelett beschwören? Hä? Hä? Ah ja, hier. Ich probiere den mal. Und rein da. Nur oh, nicht zu mir, nicht zu mir. Oh, er ist tot. Wow. Das hat nicht so funktioniert. okay. Wie sieht's mit dem normalen Skelett aus? Ich würde mich echt freuen, wenn ich mir den Loot da drin holen kann. Nein, greif bitte nicht mich an. Nicht runterfallen. Ja, wo ist der? Haben die den schon getötet? Hä? Ich sehe gar nicht mehr durch. Wo ist der denn hin? Hä? Okay, einen Versuch noch. Dann lasse ich den Turm auch erstmal bleiben, wenn es nicht funktioniert. Es sei denn, hier ist noch irgendwas Cooleres. Untote vernichten. Mhm. Das gucke ich mir gleich mal an. Das, okay, dann also danach doch noch ein Versuch. Ein letzter noch. Aber erstmal. Greif an, bitte. Sieht gut aus. Yeah! Cool. Du bist jetzt nicht runtergesprungen, oder? Alter. Das ist nicht dein Ernst. Ach, Leute. Macht mich doch nicht so fertig. Wenigstens das hier möchte ich mir angucken. Ob mit oder ohne mein beschworenes Skelett. Das ist natürlich Verschwendung, dass ich jetzt zwei Zauber dafür, wo ist eigentlich dein Schwert, dafür verschwenden musste. Aber besser als hier gar nicht rein zu können, glaube ich. So, lesen wir einmal. Vielleicht bringt es mir wieder irgendwie EP. Das Buch auf jeden Fall nicht. Aber im ersten Teil hat es irgendwas gebracht. Hier liegt so viel Kram. Ich bin sehr froh, dass ich hier reingegangen bin. Auch wenn ich ja immer noch nicht weiß, ob ich hier jemals wieder zurückkomme. So.
Spruchrolle. Spruchrolle. Schwarzes... Was ist denn? Schwarzes Erz und eine Rune. Was macht die Rune? Teleport zum alten Dämonenturm. Das ist ja hier. Cool. Lass mal bitte wieder abrüsten. Danke. Was? Schwarzes Erz. Das will ich sehen. Da. Ne, Kohle. Hä? War ich jetzt blind? Ich habe das jetzt gerade noch nicht gesehen. Hier, schwarzes Erz, Wirkung unbekannt. Okay, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Late-Game-Equipment, was ich noch nicht haben soll. So, ich probiere natürlich jetzt mal wieder den guten alten... wenn ich nicht glaube, dass er funktioniert. Nee. Ah. Gut, dann gehen wir den Turm wieder hier unten hinunter. Und ich denke, das ist auch ein guter Punkt, um den Part zu beenden. Wir haben uns weiter umgesehen. Eigentlich wollte ich an dem Part jetzt endlich in die Festung über die Ramme, weil ich mir das ja schon schön erlesen habe, dass das funktioniert und wie das funktioniert. Ist allerdings einfach noch nicht dazu gekommen. Ist ein bisschen schade, dass mein beschworenes Skelett jetzt weg ist. Weil das halt echt stark ist. Aber man kann ja nicht alles haben im Leben. Es ist echt dunkel gerade. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade lang gehe. Gut, liebe Leute, ich stelle mich auf diesen Stein. Und verabschiede mich für diesen Part. Im nächsten Part versuche ich irgendwie wieder zurück zur Festung zu kommen. Und dann sind wir dran.